Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich hier in Chemnitz im SMAC zu unserem Deutschen Forum Immaterielles Kulturerbe. Ich freue mich, dass Sie nach diesem heißen Tag immer noch heute fit sind und mit dabei sind und uns diesen Tag hier begleiten. Mein Name ist Inge Gotzmann, ich bin die Geschäftsführerin des Bund Heimat und Umwelt und werde Sie als eine der drei Moderatorinnen und Moderatoren heute mit durch den Tag leiten und auch den ersten Teil dieser Veranstaltung moderieren. Ich begrüße auch ganz herzlich meine Mitmoderatorin Dr. Annette Schneider-Reinhardt, die gerade noch mal was organisieren musste, aber die die meisten von Ihnen ja schon kennen, da kommt sie gerade. Und Herrn Dr. Helmut Groschwitz von der Beratungsstelle Immaterielles Kulturerbe in Bayern bei der Akademie der Wissenschaften. Wir drei wechseln uns heute ab. Ich begrüße auch ganz herzlich den Oberbürgermeister der Stadt Chemnitz, Herrn Schulze, der uns auch gleich begrüßen wird. Und Herrn Dr. Dieter Herz als geschäftsführender Vorstand unseres Landesverbandes beim sächsischen Heimatschutz hier in Sachsen. Es hat einige Programmänderungen gegeben, die sage ich kurz an. Das Programm, was Sie vorliegen haben in Ihren Taschen, ist vor 2 Wochen ausgedruckt worden. Seitdem sind wir hier unterwegs und deshalb hat es dann doch nochmal ein paar Änderungen gegeben. Unsere Präsidentin, Frau Dr. Gundelach, lässt sich entschuldigen. Ich werde das Grußwort für Sie übernehmen. Auch die Staatsministerin musste leider absagen. Und Frau Miet von der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen, auch Kooperationspartner, hat heute kurzfristig absagen müssen. Im weiteren Programm hat auch Frau Berlekamp aus Krankheitsgründen, die ist heute Nachmittag eingeplant, absagen müssen, sodass wir eine kleine Verschiebung machen. Wir werden den Vortrag, der für 12.15 Uhr angesagt war, mit dem Heimwehtreffen Eisenach mit Enrico Martin, das ist ein Film, ein Interview, das wird verschoben auf den Nachmittag und wird dann den Nachmittag beginnen. Ich gehe davon aus, dass es keine weiteren Programmänderungen gibt, aber wir sagen das ja auch in der Moderation alles nochmal an. Jetzt leite ich über zu dem Grußwort unserer Präsidentin, der ich Sie herzlich grüßen darf. Und wir freuen uns, dass wir endlich wieder auch eine Live-Veranstaltung durchführen können. Wir hatten vor 3 Wochen unsere erste große Live-Veranstaltung, unser Bundeskongress Heimat in Berlin. Auch der hat sich mit dem Thema Industriekultur befasst und auch das Jahresthema, das wir in diesem Jahr haben, Industriekultur, industrielles Erbe, begleitet uns durch unsere Veranstaltungen. Bei der Betrachtung des immateriellen Kulturerbes, und wenn wir uns die Listen anschauen, Bundesliste und Länderlisten, sofern es welche gibt, stellen wir fest, dass das industrielle Erbe relativ wenig vertreten ist bislang. Und es ist durchaus unser Anliegen und unser Wunsch, dass wir mit dieser Veranstaltung und weiteren Aktivitäten in diesem Jahr hier nochmal Akteure motivieren können, auch identifizieren können, sodass wir auch in dem Bereich nochmal weitere Eintragungen auf den Listen bekommen. In diesem Sinne beraten auch die Beratungsstellen in den einzelnen Bundesländern, auch unsere Ansprechpartner in unseren eigenen Landesverbänden. Jetzt brauche ich mal das Wasser. Und auch die volkskundlichen Beratungsstellen, von denen ja auch einige hier anwesend sind, sind als Ansprechpartner für Akteure des immateriellen Kulturerbes ansprechbar. Und die Fragen, die uns aktuell beschäftigen mit Strukturwandel, Energiewende und Nachhaltigkeit, sind mit dem Thema immateriellem Kulturerbe und regionaler Identität verbunden. Das wird sich heute auch bei einigen Vorträgen deutlich zeigen. Und auf diesen Bereich möchten wir unseren Blick verstärkt richten. Wir haben auch in
Kontext der Industriekultur unsere Kampagne und das Kulturdenkmal des Jahres dem Thema gewidmet mit dem Spezialthema Mühlen und Hämmer. Das ist unser Kulturdenkmal des Jahres, eine Kampagne, die wir seit 2004 zu unserem 100-jährigen Jubiläum durchführen. Und auch das Thema Mühlen wird uns heute beschäftigen mit einem Vortrag. Als wir vor fast 120 Jahren gegründet worden sind als Verband, war die Gründung unter dem Zeichen zu sehen, die Menschen haben gemerkt, was sich durch die Industrialisierung verändert hat, was es auch an Verlusten gab. Und als Verband haben wir uns dafür eingesetzt, dass das Natur- und Kulturerbe erhalten wird und dass der Augenmerk auch darauf gerichtet wird. Heute schauen wir zurück und sagen, was ist denn von der Industrialisierung übrig geblieben? Was können wir erkennen? Was ist an Wissen und Können noch vorhanden? Und wie können wir dieses Wissen und Können weitergeben? Und ich denke, das ist etwas, was wir bei unserer Reflexion der Verbandsgeschichte, die wir zu unserem 120-jährigen Jubiläum 2024 feiern, uns auch nochmal beschäftigen wird, sodass wir auch hoffen, heute dazu noch einige Anregungen zu bekommen. Mit dem Deutschen Forum Immaterielles Kulturerbe haben wir uns zur Aufgabe gemacht, das Engagement der Akteure zu stärken, zu vernetzen und auch Weiterbildungsangebote zu machen. Und wir hoffen, dass Sie in den Pausen und in den Vorträgen genügend Zeit haben für Austausch und Kontakte. Als Bundesverband der Bürger- und Heimatverbände sind wir mit dem immateriellen Kulturerbe stark befasst. So sind wir auch auf der internationalen Ebene beratender Verband des UNESCO-Komitees für den Bereich des immateriellen Kulturerbes. Und wir sind im Expertenkomitee der Deutschen UNESCO-Kommission vertreten. Unsere Landesverbände und Mitgliedsverbände haben beratende Funktionen oder sind zum Teil auch in den Länderjuries vertreten. Unsere Fachgruppe Immaterielles Kulturerbe danke ich sehr. Sie hat diese Veranstaltung mit organisiert. Und wir danken sehr dem Engagement dieser Expertinnen und Experten, insbesondere auch Frau Dr. Ira Spieker und Herrn Dr. Helmut Kroschwitz, die Sie heute auch als Referierende erleben werden. Wir pflegen auch den intensiven Austausch mit Partnern in Europa. Deshalb freuen wir uns auch, dass unser europäischer Verband Civilscape als Kooperationspartner gewonnen werden konnte, sodass wir auch europäische Kontakte und Beispiele haben. Kooperationspartner in Sachsen sind drei Institutionen. Das ist zum einen unser Mitgliedsverband, der Landesverein Sächsischer Heimatschutz, ein sehr aktiver Verband, sogar mit der eigenen Fachgruppe Industriekultur. Wir danken auch den weiteren Kooperationspartnern der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen und dem Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde in Dresden. Ich freue mich, diese Kooperationspartner hier begrüßen zu dürfen. Last but not least geht natürlich unser besonderer Dank unserem Fördergeber, dem Bundesministerium des Innern und für Heimat, die diese Veranstaltung und auch die Dokumentation dieser Veranstaltung, die Sie erhalten werden, fördert, sodass wir hier diese Veranstaltung durchführen können. Jetzt wünsche ich Ihnen und uns, dass wir ein anregendes Forum haben mit viel Austausch und freue mich auf den gemeinsamen Tag. Ich darf Vielen Dank. Ich darf jetzt nacheinander bitten, dass Herr Sven Schulze, der Oberbürgermeister der Stadt Chemnitz, zu uns spricht. Wir freuen uns ja hier auf die Kulturhauptstadt, die hier in Zukunft gefeiert wird. Und danach Herrn Dr. Dieter Herz vom Landesverein Sächsischer Heimatschutz. Bitte schön. Ja, ganz herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste. Herzlich willkommen in Chemnitz, darf ich Ihnen von ganzem Herzen sagen. Chemnitz, das Sie vielleicht mit vielen, vielen Namen kennen, zum Beispiel Rußkamps oder das sächsische Manchester, Karl-Marx-Stadt. Stadt mit Köpfchen, Stadt der Moderne. Ja, die
Bezeichnungen sind mannigfaltig. Und seit Oktober 2020 gibt es eine weitere Bezeichnung, die mir zugegebenermaßen heute auch noch Gänsehaut bereitet. Das heißt Kulturhauptstadt Europas 2025. In 2,5 Jahren schon sind wir Kulturhauptstadt Europas und wir haben Gäste empfangen, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Europa, mit einer Mischung, einer gewollten, aber auch einer breiten Mischung aus Industriegeschichte und Industriekultur, Hochkultur, Subkultur. Und wir hoffen und wünschen uns, dass viele zu uns kommen und die Facetten dieser Stadt kennenlernen. Eine Stadt, die vielleicht eher eine Stadt ist, die auf den zweiten Blick ihren Charme entfaltet, aber eine Stadt, die nicht minder liebenswert ist. Gerade der zweite Blick ist manchmal auch der ehrliche, der belastbare, der bodenständige Blick, und das passt auch ganz gut zu Chemnitz. Gerade industriekulturell, das ist ja Thema ihrer Tagung, kann Chemnitz ja mit einer sehr außergewöhnlichen Geschichte aufwarten. Hier befindet sich die Wiege des deutschen Automobilbaus. Der moderne Maschinenbau hat seine Wurzeln ebenso hier in Chemnitz. Zahlreiche Erfindungen und Patente gehen auf Chemnitzer Bürger und ihren Ideenreichtum zurück. Die Idee einer lebendigen Industriekultur lässt sich heute auch in unserer Stadt ganz neu oder auch vielleicht ganz anders entdecken. Denn ohne Vergangenheit, ohne Industriekultur wäre eine Gegenwart des Hochtechnologiestandortes Chemnitz auch nicht denkbar. Und darum ist das so wichtig. Und lassen Sie mich nur beispielhaft ein, zwei Geschichten erzählen, die für die Industriekultur in und für Chemnitz steht, für die Kultur der Macher, die in dieser Stadt zu Hause war. Zum Beispiel Richard Hartmann, der sächsische Lokomotivkönig, dem zwei Taler dazu verhalfen, ein Eisenbahnpionier zu werden. Oder die von Louis Schönherr, der England die Unabhängigkeit erklärte, und zwar mit Webstühlen. Und was ist mit Karl Gottlieb Haubold, dem Vater des Chemnitzer Maschinenbaus, oder Johann Zimmermann, der Chemnitz bis ins frühe 20. Jahrhundert von der Wiege bis zum Zentrum des Werkzeugmaschinenbaus wachsen ließ. Neben dieser vielfältigen Vergangenheit, deren Zeugnisse Sie auch noch in unserer Stadt sehen, hat Chemnitz natürlich auch eine vielversprechende Zukunft. Und aufbauend und verankert in dieser Geschichte hat sich die Stadt in den letzten Jahren wieder einen Ruf erarbeitet als Stadt der Industrie, die geprägt ist von Innovationen und erfolgreichen Entwicklungen in Industrie und Forschung. Und das verdanken wir auch mit dem Geist der Hartmanns, Schönherrs und Hauburts von heute. Denn was damals galt in der Industriekultur, gilt auch heute. Man braucht außergewöhnliche Menschen, mutige Pioniere, beharrliche Strategen und fleißige Macher. Zum Beispiel auch einen Amtsvorgänger von mir, Dr. Wilhelm André. Er war Oberbürgermeister von Chemnitz und er ist mit Werner von Siemens der Erfinder des geschützten Erfindens, also des deutschen Patentgesetzes. Noch immer ist dieses Gesetz seit vielen, vielen Jahren bis auf wenige Änderungen noch gültig. Und das zeigt sich auch in dem Pfad für Industriekultur, wie wir sie in dieser Stadt haben und wie wir sie auch ausbauen wollen, wie wir ihn auch ausbauen wollen mit Blick auf das Thema Kulturhauptstadt Europas 2025. Und am Ende sind wir keine Stadt, die sich ausruhen will auf Geschichte und auf Erfolge der Vergangenheit, denn Stillstand ist in der heutigen Zeit ja vielmals ein Rückschritt, sondern wir wollen aufbauen auf den Tugenden der Vorväter und Vormütter und das, was die Pioniere der Industriekultur gemacht haben, weiterführen und fortführen. Und da gibt es viele neue, interessante technologische Unternehmen und Erfindungen in dieser Stadt. Und wer weiß, in 50 oder in 100 Jahren gelten die dann auch als Industriekultur, als neue Industriekultur. Und ihr Wissenschaftspublikum wird vielleicht davon berichten. Ich hoffe, gut davon berichten, und Dinge, die heute vielleicht noch nicht entdeckt sind, Dinge, die verborgen sind, werden das Licht der Welt und der Öffentlichkeit erblicken. Und das ist auch das, was die Überschrift unseres Kulturhauptstadtjahres ist. Unsere Überschrift heißt Sie, die anziehen. Das C steht für Chemnitz, aber sehe auch das Ungesehene. Das ist das, was vielleicht Industriekultur ausmacht, das ist das, was Chemnitz ausmacht, und das ist das,
was uns ausmacht im Jahr 2025. Diese Geschichte wollen wir gerne erzählen. Wir wollen zeigen, wie interessant und wie vielfältig Chemnitz ist. Eine europäische Stadt, eine Industriestadt mit interessanten Anfängen, natürlich mit Höhen und Tiefen, aber eine Stadt mit Zukunft. Die Industriekultur gehört zur Chemnitz, die gehört zum Programm der Kulturhauptstadt, wie die Eisenbahn zu Hartmann, Maschinen zu Haubold oder Werkzeugmaschinen zu Zimmermann. Ich wünsche Ihnen eine anregende Tagung in unserer, in meiner Stadt, dass Sie Eindrücke mitnehmen von Dingen, die Sie schon wussten, vielleicht auch Eindrücke mitnehmen von Dingen, die Sie in Chemnitz nicht vermutet haben. Und nachdem es gestern so heiß war, hat es sich extra nochmal abgekühlt, damit Sie hier ganz entspannt haben könnten. Unter dem Dach wäre das sicherlich nochmal eine Herausforderung geworden. Und vielleicht hat der ein oder andere auch Zeit, abseits des heutigen Tagesprogramms nochmal einen Blick in die Stadt zu werfen und das eine oder andere zu entdecken und mitzusehen. Seien Sie sehr gerne ein Botschafter von Chemnitz. Nochmals herzlich willkommen und eine erfolgreiche Veranstaltung. Ja, werte Anwesende, von Karl Valentin stammt bekanntlich das Diktum: Es ist schon alles gesagt, aber noch nicht von allen. Und mit dieser ernüchternden Analyse sieht sich zwangsläufig jemand konfrontiert, der in einer längeren Grußwortreihe nicht ganz vorne steht. Nun hat sich es etwas ausgedünnt. Das Konzept ist nach dem alten Plan noch entstanden, aber jetzt nur ist es zu spät. Nicht einfacher wird meine Aufgabe dadurch, dass im heutigen Programm pro Grußwort, so habe ich es ausgerechnet, 4 Minuten eingeplant sind. Und zwar unter der Voraussetzung, dass wir Ihrer Speaker für Ihre Einführung 10 Minuten zubilligen, was wir fraglos tun sollten. Doch im Ernst, ich freue mich natürlich, Sie im Namen eines der Kooperationspartner der Veranstaltung hier in Chemnitz willkommen zu heißen. Der Landesverein Sächsischer Heimatschutz ist einer der 17 Mitgliedsverbände des BHU. Er wurde 1908, man kann es auch diesem schönen Logo entnehmen, 1908 in Dresden gegründet. Und eben dort in Dresden konstituierte sich 4 Jahre zuvor auch der Vorgänger unseres Dachverbandes, nämlich der Bund Heimatschutz, wir haben vorhin schon kurz gehört. Seit 1908, mit einer Unterbrechung von 1948 bis 1989-90, bespielt der Sächsische Landesverein ein breites Themenspektrum. Das Denkmalpflege und Baukultur, Archäologie und Geologie, Volkskunde und Naturschutz umfasst. In den Tätigkeitsfeldern des Vereins, der aktuell etwa 1000 Mitglieder zählt, ließen sich, wenn hier die Zeit wäre, leicht Anknüpfungspunkte an das heutige Veranstaltungsthema aufzeigen. So etwa bei unserer AG Industriekultur oder auch im Denkmalnetz Sachsen, das wir gerade gemeinsam mit der Leipziger Stiftung Denkmalschutz entwickeln. Das Networking, also Zusammenarbeit und Vernetzung von Profis und engagierten Ehrenamtlern, zählte von Anfang an zu den Leitideen des Landesvereins. Und wenn ich es recht sehe, spielt dieser Gedanke auch bei unserer heutigen Veranstaltung eine bedeutende Rolle. Das Forum hier in Chemnitz widmet sich einer ambitionierten Themenstellung, wie ich finde. Denn sowohl Industriekultur als auch immaterielles Kulturerbe sind Begriffe, die schon für sich genommen facettenreiche und keineswegs exakt definierte Felder bezeichnen. Umso anspruchsvoller ist die Kombination beider Komplexe. Es verspricht also, eine interessante Veranstaltung zu werden. Und so wünsche ich uns inspirierende Vorträge, erhellende Diskussionen und angenehme Pausengespräche. Herzlichen Dank, Herr Schulze und Herr Dr. Herz, für diese kurzen Grußworte, die Sie passgenau abgemessen haben. Und damit jetzt die 10 Minuten von Frau Professor Spieker nicht durch eine lange Vorrede meinerseits geschmälert werden, sage ich ganz kurz etwas zu Ihrer Vita. Sie ist beim Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde in Dresden. Sie hat Volkskunde, Kulturanthropologie, mittlere und neuere Geschichte sowie Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert an der Universität Göttingen. Danach arbeitete sie am Freilichtmuseum
in Detmold, hat sich mit europäischer Ethnologie und ruraler Entwicklung an der Universität Göttingen befasst und ist bei uns in der BAU-Fachgruppe aktiv und wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit ihr und über die Einführung heute zu unserer Veranstaltung. Ja, vielen Dank für die Einführung, für die Einladung und für die Vorstellung. Dann werde ich jetzt also meine 10 Minuten schnell ausnutzen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen, auch ich möchte Sie ganz herzlich heute Morgen hier in Chemnitz begrüßen. Und ich freue mich sehr, dass die Veranstaltung hier stattfindet, dass der Bund für Heimat und Umwelt beschlossen hat, die Tagung in Sachsen zu veranstalten. Denn viele Menschen werden ja zunächst einmal denken, wenn es um Industrie oder um industrielles Erbe geht, dann das Ruhrgebiet. Aber es ist natürlich auch nur folgerichtig, wenn wir uns hier in Sachsen treffen, denn tatsächlich ist Sachsen ja sehr frühzeitig industrialisiert worden und im 19. Jahrhundert tatsächlich die am dichtesten besiedelte Region Deutschlands gewesen. Wir konnten uns ja gestern schon etwas davon überzeugen bei der Exkursion, die einige von Ihnen durchgeführt haben bei diesen drückenden Temperaturen, aber wir haben natürlich trotzdem viel mitgenommen und ja, ich freue mich sehr, dass wir das jetzt heute noch vertiefen und eben mit dem Bereich des immateriellen Kulturerbes verbinden, denn da haben wir hier in Sachsen durchaus noch etwas Potenzial, aber der Reihe nach. Zunächst ist es natürlich der Bergbau hier in Sachsen, der die Entwicklung prägte und es waren vor allem die Erze, mit denen das Land glänzte. Aber auch Steinkohle und Uran zählten dazu. Seit 2019 gehört ja die Montanregion Erzgebirge Cruj-Nohorje zum UNESCO-Welterbe. Die gemeinsame Bewerbung der beiden Staaten wird der Geschichte des Bergbaus, also dieser gemeinsamen Geschichte in der böhmisch-sächsischen Region gerecht, über die nationalstaatlichen Grenzen hinweg. Am Nachmittag hören wir ja mehr dazu. Zunächst mal geht es dann ums historische Hüttenwerk Seiger Hütte in Grüntal im Erzgebirge und im Anschluss über den Bergbau im vogtländischen Uelsnitz. Hier wurde die Steinkohle gefördert. Die Textilindustrie ist natürlich ein weiteres prominentes Beispiel. Hier in Chemnitz haben Sie schon davon gehört, aber man sieht die Zeugnisse, die Hinterlassenschaften der ehemaligen Produktionsstätten und Bedeutung zum Beispiel an den Flüssen wie der Zschopau oder natürlich auch in Regionen wie der Oberlausitz. Aber auch der Maschinenbau, die Vorbedingung für alle industrielle Produktion, hat natürlich hier eine entscheidende Rolle gespielt. Die 4. Sächsische Landesausstellung, die 2020 stattfand im Jahr der Industriekultur in Sachsen, hat dem Rechnung getragen und unter dem sprechenden Titel Boom gleich 500 Jahre Industriekultur in den Blick genommen. Was aber ist darunter zu verstehen? Dieter Herz hat es schon angekündigt, es gibt tatsächlich keine klare und eindeutige Definition von Industriekultur. Zumeist werden darunter die materiellen Zeugnisse verstanden, also die Gebäude und technisches Gerät, Maschinen. In diesem Sektor ist die Faszination ja oftmals groß und es gibt etliche Initiativen und Verbände, die auf die Bedeutung solcher Baudenkmale verweisen und sich für ihren Erhalt einsetzen. Das ist natürlich sehr wichtig und auch erstrebenswert, denn schließlich spiegeln sie ja die Geschichte der Region. Das gilt auch für die Maschinen. Aber wichtig ist es eben auch, die Menschen in den Blick zu nehmen, die damit verbundenen Fertigkeiten und Fähigkeiten zu überliefern. Also die Menschen, die das entwickelt und geschaffen haben, damit gearbeitet und gelebt haben. Das ist der Ansatz unserer Fachdisziplin, also der Volkskunde Kulturanthropologie, und das ist eben auch der Ansatz von immateriellem Kulturerbe. An unserem Institut, dem ISGV in Dresden, haben wir zum Beispiel Projekte durchgeführt zum Sachsenring. In Zwickau, das werden die meisten von Ihnen wissen, wurde zwischen 1958 und 1991 der Trabant hergestellt.
Ich freue mich von daher auch schon auf den Film über das Heimweh-Treffen später, bei dem es ja dann um den Wartburg geht, der im Mittelpunkt steht. Aber in der Studie von Sönke Friedreich mit dem Titel Autos bauen im Sozialismus ging es dann eben um die Zwickauer Automobilindustrie, um Planwirtschaft und Arbeitsorganisation und auch um die Verzahnung von Arbeits- und Lebenswelt. Es geht dabei um Menschen mit Ideen und Erfindungsgeist, die Ausdauer brauchten und interessante oder eben auch eintönige, laute und schmutzige Arbeiten verrichtet haben. Um Konkurrenz und Solidarität, um Arbeitsalltag und Geselligkeit. Diesem Arbeiten im Kollektiv und seinen Nachwirkungen bis heute, also den Erinnerungen daran oder sogar die Fortführung, denn tatsächlich gibt es nach wie vor zahlreiche Treffen von ehemaligen Brigademitgliedern ganz unterschiedlicher Betriebe in Sachsen, die sich nach wie vor, also nach 30 Jahren, immer noch mal regelmäßig treffen. Also diesem Thema widmet sich eine weitere Dissertation, die von Merve Bühr am ISGV. Sie wertet nicht nur Archivmaterialien, alte Brigadebücher aus, sondern lässt vor allen Dingen eben die Beteiligten zu Wort kommen. So wird deutlich, was die Zwangs- und Solidargemeinschaft Brigade für die Einzelnen bedeutete und welche immateriellen Werte damit verbunden waren. Und mein Kollege Oliver Wurzbacher wird Ihnen gleich selbst einen Eindruck vermitteln in sein Projekt Soziales Erbe, mit dem er die Vergemeinschaftungsformen nach der Abwicklung, Auflösung und Privatisierung von sozialistischen Betrieben in den Blick nimmt und damit dann gewissermaßen die Brücke schlägt zu materiellem und immateriellem Erbe. Ja, auch das war schon angedeutet, die Verbindung ist nicht ganz so einfach. Was verstehen wir überhaupt unter immateriellem Kulturerbe? Die UNESCO-Kommission fasst darunter Wissen und Können, das an andere Menschen weitergegeben wird und bringt damit eben auch die Bedeutung und Wertschätzung dieser Fertigkeiten zum Ausdruck. Vereine und andere Gruppen, aber auch Einzelpersonen können sich um die Aufnahme in eine der Listen bewerben. Und nach einem erfolgreich durchlaufenden Prüfverfahren werden dann sogenannte Praxisformen zunächst auf einer Landesliste gelistet und ein Eintrag in das bundesweite Verzeichnis kann folgen. Inge Gotzmann hat es schon gesagt, in der aktuellen Liste des bundesweiten Verzeichnisses für immaterielles Kulturerbe ist das industriekulturelle Erbe noch deutlich unterrepräsentiert. Allerdings sind hier die Grenzen zum Handwerk fließend und das zeigen ja dann auch später die Beispiele der Christbaumschmuckherstellung in Lauscha und der Ziegelei Hundesburg, von denen wir dann erfahren werden. Sachsen ist auf dieser Bundesliste rein quantitativ, naja, sagen wir mal vorsichtig, noch deutlich unterrepräsentiert. Zudem liegt der Schwerpunkt auf Musik und darstellender Kunst, was natürlich auch selbstverständlich sehr wichtige Praxisformen sind, aber dennoch wäre es natürlich wünschenswert, wenn ein breiteres Spektrum abgebildet würde, denn auch solche Themen wie Natur und Umwelt und Industriekultur spiegeln natürlich unseren Alltag wider. Aber immaterielles Kulturgut, Kulturerbe besteht eben aus Wissen und Handlungen, die den Ausführenden zumeist ja absolut selbstverständlich sind und dass das gegebenenfalls eben auch einen gesellschaftlichen und kulturellen Wert haben könnte, ist den wenigsten daher bewusst. Deswegen braucht es eben Informationen und Sensibilisierung, Beratung und Vernetzung, aber eben auch kritische Reflexion und Begleitung dessen, was durch diese Nominierung dann möglicherweise in Gang gesetzt wird. Im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern fehlt uns eben noch eine eigene Beratungsstelle, um ein solches Defizit aufzufangen. Aber wir bleiben optimistisch, dass entsprechende Planungen dann sich auch mal realisieren lassen. Ja, warum ist das wichtig? Was kann ein stärkeres Bewusstsein für immaterielles Kulturgut bringen? Wichtig ist vor allem der einschließende, der inklusive Charakter der jeweiligen Praxisform. Das heißt, Menschen können dann jenseits von Altersgrenzen und Geschlecht, sollen sich auch angesprochen fühlen und zusammenkommen. Und zwar
Alteingesessene wie auch Zugezogene. Darauf wird ja auch ein Beitrag heute Nachmittag Bezug nehmen, der vielleicht die Vorteile dann von Diversität und kultureller Vielfalt an konkreten Beispielen zeigen kann. Gemeinsam kann dann eben überlegt werden, was wollen wir eigentlich weitergeben und entwickeln? Wie wollen wir in Zukunft leben? Die Wertschätzung von Erfahrungswissen und speziellen Fähigkeiten stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das wird insbesondere in Krisenzeiten deutlich. Freiwillige Leistungen und zivilgesellschaftliches Engagement bilden die Basis dafür. Umbruchserfahrungen, wie beispielsweise im Zusammenhang mit den Jahren 1989-90, die ja mit tiefgreifenden biografischen Brüchen verbunden sind und auch zum Teil bis heute nachwirken, können so natürlich nicht aufgefangen werden, das ist klar. Aber zumindest besteht dann durch so ein gemeinsames Engagement die Möglichkeit von Einzelnen und Gruppen wieder selbst aktiv zu sein und dadurch Wertschätzung für das eigene Tun zu erfahren. Es geht bei Industriekultur eben also nicht nur um Industriedenkmale, um glitzernde Zeugnisse einer glorreichen Vergangenheit, um den Erhalt von Gebäuden und Technik. Und es geht auch nicht um ästhetisierte Ruinen mit morbiden Charme, die ja als beliebte Kulisse für Fotostrecken heutzutage häufig dienen. Aber eben auch Symbole sind für den Niedergang, für das Ende einer Epoche. Wichtig ist die Aneignung und Neunutzung dieser Anlagen, eben mit Ideen, die in die Zukunft reichen. Denn die Geschichte einer Region und einer Industrieanlage ist zugleich die Summe von lebensweltlichen Erfahrungen, ist die Geschichte von Menschen, die diese mitgestaltet haben und weiterhin aktiv gestalten. Die Praxisbeispiele werden uns zeigen, auf wie viele und wie vielfältige Weise das geschehen kann. Ich freue mich auf den Verlauf der Tagung und wünsche uns allen einen anregenden Tag. Herzlichen Dank, Ira Spieker, für diese schöne thematische Einstimmung in den heutigen Tag. Der Staffelstab wird jetzt weitergegeben im eigenen Hause von Frau Spieker an Herrn Wurzbacher. Herr Oliver Wurzbacher ist studierter Volkskundler und Soziologe. Er hat in Jena studiert, war dort auch als Mitarbeiter tätig. Anschließend forscht er seit 2020 beim Institut für sächsische Geschichte und Volkskunde an einem Projekt mit dem Titel Soziales Erbe, postsozialistische Vereinigungen ehemaliger DDR-Betriebskollektive zwischen Traditionalisierung und neuer Vergemeinschaftung. Seine Forschungsschwerpunkte sind Transformation, Arbeitskulturen, Gedächtnis und Erinnerung. Herr Wurzbacher, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die nette Einleitung und dafür, dass ich Ihnen heute hier etwas aus meiner Arbeit am ISGV präsentieren darf. Denn wie gerade schon gesagt wurde, seit 2020 beschäftige ich mich mit Vereinen, Gruppen und Initiativen, die sich nach 1989 aus den Belegschaften der ehemaligen volkseigenen Betriebe der DDR gegründet haben und deren Ziel es ist, Industriegeschichte zu erzählen, sowie das Erbe ihrer vorherigen Arbeit zu erhalten. Ich habe hierfür vor allem in den letzten zwei Jahren lebensgeschichtliche Interviews und teilnehmende Beobachtungen durchgeführt, aber arbeite auch mit Archivdokumenten. Eine umfassende Auswertung meiner Daten steht noch aus, in naher Zukunft wird es hoffentlich passieren. Heute möchte ich Ihnen aber dennoch bereits einen Einblick in mein Forschungsfeld geben und damit einen Blick auf immaterielles Kulturerbe werfen, mit meinem Vortrag vom Kollektiv zum Verein, Industriekultur und Vergemeinschaftung nach dem Ende der VEB. Ich möchte ein Beispiel geben, wie und wann immaterielles Kulturerbe
aus den Zusammenhängen industrieller Arbeit sozusagen von unten entstehen kann. Ich will Ihnen in den nächsten 20 Minuten zunächst über mein Forschungsfeld erzählen und dabei die Margaretenhütte in Groß-Duchrau bei Bautzen in der Oberlausitz vorstellen. Vielleicht kennt sie der eine oder die andere bereits. Denn hier wurde bis 1989-90 Elektroporzellan hergestellt und heute ist aus diesem ehemaligen VEB ein ehrenamtlich geführtes Museum entstanden. Mit ein paar theoretischen Überlegungen möchte ich schließen und am Anschluss sollen noch 10 Minuten für die Diskussion drin sein und da bin ich natürlich sehr gespannt auf Ihre Fragen und Anmerkungen. Aber ja, zunächst mal ins Thema. Die Geschichte um die Abwicklung der VEB ist sicherlich allen ein Begriff. Das ist im Grunde der Ausgangspunkt meiner Forschung. Es geht um die Transformation in den 90er Jahren nach dem Ende der DDR, natürlich besonders in Ostdeutschland. Sie kennen die Geschichten sicherlich um die Abwicklungen, Schrumpfungen oder Auflösungen in tausenden volkseigenen Betriebe. Die Arbeitslosigkeit für viele und zahlreiche der Beschäftigten zur Folge hatte. Ganz konkret bedeutete das auch für zahlreiche Menschen, dass sie Entwertungserfahrungen machten. Dazu gehörten finanzielle Probleme ebenso wie soziale Abstiege. Arbeit, die in der DDR zuvor noch hohe identitätsstiftende Bedeutung hatte, verlor aber in einigen Branchen ganz allgemein an Wert. Berufliches Wissen und technische Expertise wurden oft nicht mehr gebraucht. Und auch der Betrieb, der volkseigene Betrieb als Ort des Alltagslebens, der über Kindergärten, Bibliotheken oder Kulturhäuser verfügte, verschwand. Während viele Menschen an dieser Situation resignierten, begannen mancherorts ehemals Beschäftigte der volkseigenen Betriebe sich zusammenzuschließen, da sie etwas von der lokalen Industrie erhalten wollten. Sie bauten auf eine Kontinuität des sozialen Zusammenhalts auf und fanden neue Formen der Vergemeinschaftung. Eine solche will ich Ihnen, wie bereits gesagt, am Beispiel der Margaretenhütte in Groß-Duchrau näher bringen. Die Margaretenhütte war ein Betrieb zur Herstellung von Elektroporzellanisolatoren. Als Beispiel habe ich das mal als Foto gebracht, weil manchmal kann man sich darunter nichts vorstellen, aber bestimmt hat es schon jeder mal gesehen. Das sind Keramikisolatoren zur Stromübertragung. Und die wurden in Groß-Duchrau ab den 1870er Jahren eben in der Margaretenhütte hergestellt. Die Margaretenhütte wurde zu einer wichtigen Produktionsstätte für diese Produkte und konnte durch die zunehmende Elektrifizierung bis ins 20. Jahrhundert wirtschaftliche Erfolge verzeichnen, wuchs, wurde für den Ort Groß-Duchrau wirtschaftlich natürlich enorm wichtig, hatte großen Einfluss auf die dörfliche Infrastruktur. 1948 kam es eben nach dem Zweiten Weltkrieg zur Kollektivierung. Die Margaretenhütte wurde in Volkseigentum überführt und Teil des Kombinats Keramische Werke Hermsdorf. Für die DDR erlangte der Betrieb eine wachsende Bedeutung im Exportgeschäft, da auch ins nichtsozialistische Wirtschaftsgebiet exportiert wurde, was Wiesen für die immer instabiler werdende DDR-Wirtschaft einbrachte. Bis in die 80er Jahre hatte sich die Margaretenhütte daher zu einem relativ modernen Keramikunternehmen entwickelt, mit computergesteuerter Technik und wirtschaftlichen Privilegien. Mit dem Umbruch 1989-90 stand aber plötzlich die Zukunft der Margaretenhütte in Frage. Nach kurzer Treuhandverwaltung wurde das Ende der Isolatorenfertigung am Standort im Dezember 1990 angekündigt und spätestens dann kam es zum Kampf um den Fortbestand zwischen verschiedenen Akteurinnen und Akteuren. Beispielsweise gab es im Juni 1991 eine Besetzung des Werktores, um die Demontage der Fabrik zu verhindern. Schließlich wurde wenig später aber dennoch der Betrieb demontiert und die Arbeitsverträge fanden ein Ende. Ein Teil der Belegschaft gründete aber den Förderverein Margaretenhütte Groß-Duchrau e.V., deren Ziel war es, den Standort in Groß-Duchrau zu bewahren, einerseits wegen der Arbeitsplätze, andererseits aber auch ganz spezifisch wegen deren Geschichte. Denn möglicherweise hat der Standort die Isolatoren für die erste Fernübertragung von Drehstrom im damaligen Deutschen Reich im Jahre 1891 geliefert, also genau 100 Jahre vor der Abwicklung, sozusagen das Jubiläum dieser Fernstromübertragung fiel auf den gleichen, ins gleiche Jahr wie die Abwicklung.
Zu dieser Gründung sagte mir meine Interviewpartnerin Regina Bernstein, wir haben am 21.07.1991 den Verein gegründet, bevor wir arbeitslos wurden. Das war dieser Hilferuf. Für mich war das das Signal, wenn wir alle weg sind, dann gibt es keinen mehr, der einen Anspruch erheben kann. Die Historisierung der Margaretenhütte war also von Beginn an Ziel des Fördervereins, ebenfalls als Argument gegen die Abwicklung des Betriebes. Das 100-jährige Jubiläum der Stromfernübertragung feierte der Verein demonstrativ im August 1991 vor Ort, wovon auch dieses Bild stammt, was sozusagen die Mitglieder des Fördervereins zeigt und gleichzeitig die Festgesellschaft dieses Jubiläums technologischer Entwicklung, wenn man so will. Die Margaretenhütte selbst konnte als Unternehmen nicht erhalten werden, aber der Förderverein hat in der Folge ein Museum in einem der ehemaligen Betriebsgebäude aufgebaut. Es geht also um eine Erinnerung an die volkseigenen Betriebe oder an den volkseigenen Betrieb, aber besonders auch um eine Erinnerung an die Zeit der Industrialisierung, denn wie gesagt, dieses 100-jährige Jubiläum der Fernstromübertragung war ja Ausgangspunkt, wird auch nach wie vor natürlich zentral im Museum in Groß-Dubrau erinnert. Ich habe während meiner Forschungsarbeiten mehrere solcher Vereine, Gruppen und Initiativen gefunden und bin mit einigen von ihnen in Kontakt gekommen. Regional habe ich mich auf das Vogtland und die Oberlausitz beschränkt, da beide Regionen seit dem 19. Jahrhundert industriell geprägt wurden und bis 1989, 90 und manchmal auch darüber hinaus industriell bedeutend waren. Es sind ländliche Regionen in Mittelstädten, in denen einzelne Betriebe und bestimmte Branchen oft große Teile der Bevölkerung beschäftigten und versorgten. Was im Kontext von Kulturerbe oft als Trägergruppen bezeichnet wird, sehe ich als Formen der Vergemeinschaftung. Soziale Zusammenhänge sind das also, die bestimmte Formen, wie zum Beispiel Vereine oder eben Interessengruppen annehmen. Es geht dabei, die funktionieren meistens über freiwilliges Engagement. Kleine aktiven Gruppen von ungefähr bis zu 10 Leuten regeln die meisten Geschäfte dieser Vereine. Weiterhin gibt es aber oft vornehmlich größere Gruppen an passiven Mitgliedern, die einen Vereinsbeitrag zahlen oder ähnliches, was zu bis 200 Leute sein können. Das kommt auch sehr stark auf den Verein an. Aber auch wurden besonders in den 90er Jahren Arbeiten in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen übernommen. Manchmal haben die Vereine es auch geschafft, Stellen zu schaffen und sozusagen eine Professionalisierung zu erreichen. Welche Ziele aber haben Sie und wie wollen Sie sie erreichen, was ja auch zentrale Frage des heutigen Tages ist. Oft haben Aktive zunächst Sammlungen von Maschinen, Dokumenten oder Produkten der jeweiligen Betriebe angelegt. Auch der Austausch der persönlichen Geschichten ist oft Teil des Vereinslebens, sozusagen die Kommunikation untereinander. Ziel ist in der Regel aber immer eine Außenpräsentation. Das heißt, die Vereine haben Schriftenreihen, publizieren, sie erarbeiten Ausstellungen, die sie dann nach außen zeigen oder, und das ist oft das große Projekt, diese Vereine, es geht um eine Museumsgründung, die dann möglichst auch langfristig sozusagen die Erinnerung aufrechterhalten soll. Generell ist allen Vergemeinschaftungsformen eines wichtig, das Zeigen und damit auch das Erleben vor Ort. Aktive kuratieren dementsprechend auch, was gezeigt werden soll und was nicht. Sie wählen also aus. Die Themen der Vergemeinschaftungsformen beziehen sich in den meisten Fällen auf lokale Industrien, dabei aber auch auf deren Geschichte seit der Industrialisierung. Es geht nicht nur um eine spezifische Erinnerung an die DDR, sondern oft haben Unternehmerpersönlichkeiten und die Zeit der Industrialisierung eine herausgehobene Stellung in der Vereinsarbeit. Wer ist engagiert und warum? Vor allem gut ausgebildete Ingenieurinnen und Ingenieure prägen den aktiven Kreis. Das sind auch oft ehemalige Beschäftigte aus der mittleren und unteren Leitungsebene, Menschen also, die im volkseigenen Betrieb meist nicht an der Spitze standen, aber eben mehr Verantwortung trugen als ein Arbeiter und Weisungsbefugnis hatten zum Beispiel oder ähnliches. Wer viel verloren hat, hat viel zu erinnern und er hat auch viel zu erzählen, so sagt der Volkskundler Albrecht Lehmann in Bezug auf das Erzählen von Erfahrungen in Lebensgeschichten.
Lehmann bezieht sich dabei auf die vertriebenen Geschichten nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber ich denke, dieses Zitat ist auch in dem Kontext ganz interessant, denn es geht ja eben um die Infragestellung auch von sozialem Status in den 90er Jahren. Auf ihre Motivation, sich zu engagieren, hingefragt, nennen meine Gesprächspartnerinnen und Partner oft individuelle Gründe. Manche Motivationen tauchen aber dennoch immer wieder auf. Da ist zum Beispiel die Dokumentation der Leistung dieser Generation. Da geht es aber auch um einfach das Bewusstsein und den Willen, gemeinnützig tätig zu sein, eine Aufgabe im Ruhestand zu haben. Oft sind es aber eben persönliche Bindungen zu den Vereinsmitgliedern, die Leute aktiv halten, aber auch die Identifikation mit dem damaligen Betrieb, genauso wie beispielsweise historisches Interesse und im Sinne der Industriekultur auch technisches Interesse und Expertise, die oft sehr zentral benannt werden. Oft reden meine Gesprächspartnerinnen und Partner mit Begeisterung von den technischen Abläufen ihrer einstigen Arbeit und zeigen ihre Expertise. Problem dieses Wissens bei industrieller Produktion ist aber die Anwendung, denn das Betreiben von industriellen Abläufen ist beinahe unmöglich, wenn es eben nicht kommerziell ist, wenn es nicht eingebunden ist in eine Produktion. Ein Beispiel dafür habe ich Ihnen auf diesem Foto mitgebracht. Es ist das Hochspannungsprüffeld der Margaretenhütte, mit dem die gefertigten Isolatoren damals getestet wurden, bevor sie eben das Werk verließen. Seit einer Baumaßnahme im Jahr 2017 ist es vom Stromnetz getrennt. Eine Instandsetzung wäre eine hohe finanzielle Hürde für den Verein. Viel Geld für ein bisschen Gewitter im Saal, wie meine Interviewpartnerin Regina Bernstein sagt. Bis 2014 wurde das Ganze eben für Publikum gezeigt. Es gibt auch bei YouTube ganz interessante Videos, wo man da dieses Hochspannungsprüffeld in Aktion erleben kann. Aber wie gesagt, es ist ein finanzielles Problem fürs Museum zu betreiben zurzeit. Dagegen sind aber oft Maschinen und die Expertise im Umgang mit ihnen im Vordergrund. So sagt zum Beispiel Regina Bernstein zu einem ehemaligen Kollegen: Da ist einer hier aus dem, oder über einen ehemaligen Kollegen, da ist einer hier aus dem Nachbarort, der sich bei uns gemeldet hat. Das war ein Around-Talent. Wir haben so einen Rohölmotor, wo man also mit Dieselkraftstoff und einem Dynamo Strom machen kann. Den hatten wir geerbt, wussten gar nicht so richtig, was es ist. Überall lag von dem Motor hier was rum. Und der hat den wieder aufgebaut. Das war also für uns ein echter Segen. Wenn der noch dabei wäre, da hätte man ihn ja vielleicht beschäftigen und bezahlen können, weil der hat goldene Hände gehabt. Da kommen wir zu einem weiteren Problem für die Vergemeinschaftungsformen. Denn die Gründungsmitglieder waren im 1990 meist zwischen 40 und 60 Jahren alt und gehören somit einer bestimmten Alterskohorte an. Sie wurden großteils in der DDR sozialisiert, wurden hier beruflich ausgebildet, haben gearbeitet und Familien gegründet. Der Systembruch nach 89-90 war für viele von ihnen auch ein großer persönlicher Bruch, da sie nicht mehr so flexibel auf die neuen Umstände reagieren konnten, wie zum Beispiel Jüngere, die mobil waren, die wegziehen konnten, eben kein Haus und keine Familie in der Oberlausitz hatten zum Beispiel. Viele von ihnen erlebten hingegen zum ersten Mal Arbeitslosigkeit, wurden früh verrentet oder mussten eine Entwertung ihrer Arbeit hinnehmen. Man kann hier zum Schluss kommen, dass der Erhalt von vorheriger Arbeitskultur und Industriegeschichte ein Projekt von Menschen sozialer Stellung und bestimmter Jahrgänge ist. Folglich haben die Gruppen und Vereine, wie sicherlich in vielen Bereichen des Ehrenamts, mit Überalterung zu kämpfen. Denn heute sind die Aktiven meist zwischen 70 und 90 Jahre alt. Obwohl öfter Menschen dazukommen, neu, die das Rentenalter erreichen und sich einfach motivieren, dabei zu sein und mit dem aktiven Kreis mitzuwirken, eben genug Zeit für das Ehrenamt haben, fehlt Jüngeren sehr wahrscheinlich nicht nur die Zeit, sondern auch diese spezifische Umbruchserfahrung in einer Lebensphase, die meist eher durch Verstetigung geprägt ist. Dazu kommt ein weiteres strukturelles Problem. Gerade durch die Umbrüche nach 89, die Deindustrialisierung und unklare Zukunftsperspektiven haben junge Menschen oft die Region verlassen. Institutionalisierungen wie zum Beispiel die Gründung eines Museums, die Rechtsform von Vereinen, besonders aber die Professionalisierung, was ich vorhin schon angemerkt hatte, scheinen mir Faktoren zu sein, die aber der Arbeit der Aktiven Dauer verleihen können und somit eben verstetigen können und diese Überalterung zumindest gewissermaßen abfangen.
Abhängigkeit von Förderung schafft möglicherweise aber auch auf der anderen Seite Konkurrenzen. So wurde mir beispielsweise in einem Interview erklärt, wie die Gründung des Sächsischen Industriemuseums die Chancen auf eine Förderung für andere lokale Initiativen, das war ein Interview aus dem Vogtland, wo das Sächsische Industriemuseum Grimmenschau ja nahe ist sozusagen, dass die Chancen auf Förderung geschmälert hat, damals in den 90ern. Anhand dieser Überlegungen lässt sich zeigen, dass sogenanntes industriekulturelles Erbe zumindest in meinem Forschungsfeld sehr spezifische Voraussetzungen hat und nicht nur an industrielle Strukturen, sondern besonders die Erfahrungen ihres Verschwindens voraussetzt. Der Begriff Industriekultur selbst kommt in den Gesprächen mit meinen Interviewpartnerinnen und Partnern eigentlich kaum vor. Ich nehme ihn in meiner Arbeit als einen Containerbegriff wahr, der eher vor allem im Kulturmanagement gebraucht wird und eben in den Fragen davon, wie man Kulturerbe erhalten kann. Der Begriff Industriekultur ist dabei eigentlich aber eher ein wenig verwirrend, wie ich zu zeigen versucht habe. Es handelt sich dabei um ein kulturelles Phänomen, das Teil eher einer Postindustriekultur ist, so vielleicht eine These, über die wir gerne diskutieren können, das also erst mit dem Ende industrieller Produktionen und Strukturen entstehen konnte. Die Transformation nach 1989-90 mit der Zielstellung eines Übergangs von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft hatte neben anderen gesellschaftlichen Veränderungen die plötzliche Deindustrialisierung Ostdeutschlands zur Folge. Das Verschwinden der Textilindustrie oder die Schrumpfung von Maschinenbaufabriken, das es auch schon in der BRD und anderen westlichen Staaten gab, geschah hier zeitlich dramatisiert, also in wenigen Jahren, in wenigen Monaten eigentlich, und im Zusammenhang mit Umbrüchen in den meisten anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Charakteristisch für diesen in soziologischen Termini gedacht Wandlungstypus von Gesellschaft ist die Entwicklung von Eigendynamiken, unter anderem durch das Handeln derjenigen, die vom Wandel betroffen sind. Als eine solche Eigendynamik würde ich beschreiben, was ich in meinem Projekt beforsche und was ich Ihnen präsentiert habe. Ich möchte das nochmal so bekräftigen, weil ich denke, es gibt eben diesen sehr starken Zusammenhang zwischen Transformation und dieser Frage, was ist denn zu erhalten, was ist da im Sinne des Kulturerbes wichtig und zu sehen. Und das beeinflusst selbstverständlich auch meinen Blick auf Kulturerbe. Ich möchte da aber jetzt nicht alle Facetten dieser sehr breiten Diskussion über Kulturerbe neu aufwärmen und wiederholen, denn vermutlich wissen Sie selbst schon relativ viel dazu. Ein paar Grundannahmen von Kulturerbe in meiner Arbeit aber dennoch. Kulturerbe ist für mich keine solche wissenschaftliche Kategorie, sondern eher ein Phänomen unserer Zeit und unserer Gesellschaft. Kulturerbe ist eine Konstruktion und muss durch bestimmte Akteurinnen und Akteure aktiv als solches identifiziert werden. Und Kulturerbe ist damit ein Prozess. Eine wissenschaftliche Beforschung dieses Themas muss unter diesen Umständen fragen, warum Dinge, ob materiell oder immateriell, als wertvolles Kulturerbe identifiziert werden und wie sie in ein solchen umgewandelt werden. Wie passiert also der Schritt von der Maschine zum Museumsstück? Dinge, die zum Kulturerbe werden, bekommen ein zweites Leben, verändern so also notwendigerweise ihr Wesen. Eben jene Maschinen oder das technologische Wissen darum sind also plötzlich nicht mehr zentral im Produktionsprozess, sondern ideengeschichtlich erhaltenswert oder aus anderen Gründen erhaltenswert. Wo die industrielle Lohnarbeit verschwunden ist, konnte also erst das Kulturerbe dieser Zusammenhänge gefunden werden. Damit stehen in meinem Beispiel untrennbar die persönliche Lebenserfahrung und soziale Beziehungen im Zusammenhang. Ich komme zu einem kurzen Schluss. In meinem Forschungsfeld wird offenbar, dass es wichtig ist, nicht vom administrativen Begriff Kulturerbe auszudenken, sondern zu fragen, wer will wie was erreichen. Ich arbeite mit Akteurinnen und Akteuren zusammen, die aufgrund der Transformationserfahrung seit 1989-90 als Gruppen Ziele verfolgen und aber individuelle Motivationen dafür haben. Es lässt sich hier vielleicht noch kurz die Frage anschließen, handelt es sich hier um ein spezifisch ostdeutsches Phänomen, weil ich habe ja die Verbindung gemacht zur Transformation in den 90er Jahren. Meine Antwort darauf lautet Jein, wie so oft in wissenschaftlichen Kontexten. So waren die Menschen in Ostdeutschland mit der ehemaligen
mit der einmaligen historischen Situation der Transformation konfrontiert, in der ein Umbruch umfassend und in kürzester Zeit stattfand, aber auch in Westdeutschland sowie anderen europäischen Regionen, wir hatten vorhin schon das Ruhrgebiet, das dann natürlich ganz zentral ist, die Industrie, also Regionen, die Industrie geprägt waren, findet man Initiativen ähnlichen Ursprungs und ähnlicher Zielstellung. Es ist sicherlich interessant, diese verschiedenen Entwicklungen miteinander in Beziehung zu setzen, also zu schauen zum Beispiel, gibt es grundsätzliche Unterschiede in der Erinnerung an Industrie im Osten und im Westen oder im Süden und im Norden. Und daran zu fragen, was uns das über die Geschichtlichkeit der industriellen Moderne sagen kann, in Anbetracht erneuter, tiefgreifender sozialer, ökonomischer und ökologischer Wandlungsprozesse, Stichwort Klimakatastrophe. Industriekultur ist hier aber möglicherweise ein Grenzfall des immateriellen Kulturerbes, denn sie ist postindustriell. Das Wissen um Handwerkstechniken und Produktionsabläufe ist da, aber ohne entsprechende industrielle Strukturen lässt es sich nur sehr bedingt darstellen. Materielle und immaterielle Kultur, so wird hier klar, hängen untrennbar miteinander zusammen. Wichtig ist aber noch ein weiterer Aspekt. Es sind schließlich immer die Geschichten der Akteurinnen und Akteure vor Ort, die dieses Kulturerbe erst verstehbar machen. Denn es ist nicht das Kulturerbe, das lebt, sondern die Menschen, die es gestalten. Und damit danke ich Ihnen erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Wurzbacher, für diesen sehr praxisnahen Beitrag, der uns direkt in die Arbeit der Arbeiterinnen und Arbeiter geführt hat. Sehr eindrucksvoll fand ich auch die tollen Porträtaufnahmen, die uns die Menschen nahegebracht haben. Und das ist ja auch das, was uns heute beschäftigt. Ich würde an Betracht der Zeit die Diskussion etwas bündeln und nach dem nächsten Vortrag von Frau Dr. Meißner anschließen und begrüße ganz herzlich Frau Dr. Meißner von der Deutschen UNESCO-Kommission, die von Bonn hierher gekommen ist. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Mit der DOK sind wir schon seit vielen Jahren in enger Zusammenarbeit, in guter Kooperation, und das freut mich besonders, dass Sie heute mit dabei sind. Frau Meißner leitet die Abteilung Erbe, Natur und Gesellschaft bei der DOK und ist dabei zuständig für die Programme der UNESCO und für die Konventionen der UNESCO. Sie hat aber auch in ihrem Studium schon sich mit den Themen auch des immateriellen Kulturerbes auseinandergesetzt. Sie hat ihr Studium in Kulturwissenschaften und Anglistik durchgeführt, aber auch in der Instrumental- und Gesangspädagogik, eine interessante Kombination. Und hat danach geforscht im Forschungsprojekt Cultural Capital Counts am UNESCO-Chair in Cottbus-Senftenberg und hat sich mit der Inwertsetzung von immateriellem Kulturerbe und mit Trägergruppen befasst. Aber jetzt herzlich willkommen und auf Ihren Beitrag freuen wir uns sehr. Dankeschön und herzlichen Dank auch nochmal für die nette Einführung und danke auch für den Vortrag, den wir davor gehört haben. Ich zoome jetzt mit meinem Vortrag nochmal ein bisschen raus. Wir waren ja jetzt schon so bei Praxisbeispielen der Industriekultur und ich fand es auch sehr spannend, was der Herr Wurzbacher gerade gesagt hat, dass das Wort Industriekultur bei den Praktikern gar nicht vorkommt. Und genauso ist es mit dem Wort immaterielles Kulturerbe. Wenn man mit Leuten spricht, die diese Tradition praktizieren, über die wir heute reden oder auch an anderen Stellen, die benutzen dieses Wort nicht, weil es natürlich auf einer Metaebene ein gewisses theoretisches Konstrukt ist. Und wie Frau Spieger auch gesagt hat, sie sind sich dessen ja nicht, also sie nehmen es als selbstverständlich, die Tradition, die praktiziert wird, und man schaut sich dann gar nicht von so einer Ebene von oben an, wie das zum Beispiel die UNESCO natürlich tut, wozu ich jetzt nochmal kurz eine Einführung geben möchte. Viele von Ihnen, die hier sind, wissen das sicherlich schon oder kennen den Großteil, den ich gleich erzählen werde. Ich finde es doch nochmal
mal ganz gut nochmal dazu zu erklären, was die deutsche UNESCO-Kommission eigentlich ist. Denn wir sind nicht die UNESCO, was öfter mal durcheinander gebracht wird und was ich ja auch verstehen kann, sondern wir sind eine Nationalkommission der UNESCO und die UNESCO ist nämlich die einzige UN-Organisation mit Nationalkommission in jedem Mitgliedstaat. Und diese Aufgabe der Nationalkommission ist es eben genau, in diesem Mitgliedstaat eine Schnittstelle darzustellen zwischen dem Staat und der UNESCO, aber auch der Zivilgesellschaft. Das heißt, die Nationalkommissionen setzen im Prinzip die UNESCO-Programme in dem Land um. Andersrum werden aber auch die jeweiligen Positionen des Nationalstaates wieder zurückgespiegelt zur UNESCO. Und so machen wir das bei der DUK auch. Und was ich immer nochmal auch im Kontext jetzt des heutigen Themas wichtig finde, sich immer mal wieder ins Bewusstsein zu holen, ist der Gründungsgedanke der UNESCO, die sich nämlich 1945 unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg in London gegründet hat, genau mit diesem Eindruck dieses verheerenden Zweiten Weltkrieges und mit dem Gedanken, irgendwas zu tun, damit in Zukunft solche wahnsinnigen Kriege nicht mehr passieren. Und da hat man sich darauf geeinigt, durch Bildung, Wissenschaft und Kultur eben eine Art Völkerverständigung zu verstärken und Friedensbildung zu unternehmen. Und genau das ist der Grundgedanke, der hinter allen Konventionen und Programmen der UNESCO steht, so auch hinter der Konvention von 2003. Und ich finde nach wie vor dieses Zitat aus der Präambel der Verfassung toll. Da Kriege im Geist der Menschen entstehen, muss auch der Frieden im Geist der Menschen verankert werden. Und vor diesem Hintergrund hat die UNESCO verschiedene Konventionen ins Leben gerufen, zum Beispiel das Man and the Biosphere Program, auf dem die Biosphärenreservate basieren, von 1971, dann auch 1972 das Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes, kennen wir auch als die Welterbekonvention, und natürlich das Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes, eine sehr junge Konvention, aber doch tatsächlich die erfolgreichste Konvention, denn sie hatte, wenn man den Zeitrahmen sieht, innerhalb dem die Mitgliedstaaten dazugetreten sind, doch einen großen Zulauf. 180 Staaten haben das schon ratifiziert. Die Welterbekonvention hat dafür über 33 Jahre gebraucht, zum Beispiel um so viele Staaten zu einer Ratifikation zu bewegen. Das ging bei dieser Konvention des immateriellen Kulturerbes viel schneller, ist aber natürlich auch teilweise der Welterbekonvention zu verdanken, das muss man schon sagen, weil sie einfach auch so erfolgreich war und ist. Jetzt nochmal ganz konkret zur 2003-Konvention. Viele von Ihnen wissen es sicher, es gibt drei Listen dieser UNESCO-Konvention auf internationaler Ebene. Da haben wir zunächst die repräsentative Liste, das ist auch die beliebteste Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit, wie es so schön heißt. Dann die Liste des dringend erhaltungsbedürftigen immateriellen Kulturerbes. Da geht es eben tatsächlich darum, Kulturformen zu schützen, die kurz vorm Aussterben stehen oder die aufgrund von Konflikten und Kriegen in Problemlagen geraten. Und das Register guter Praxisbeispiele. Dort wird gezeigt, welche Initiativen besonders toll dafür geeignet sind, immaterielle Kulturformen zu erhalten. Ich habe schon erwähnt, es ist eine beliebte Konvention. Momentan haben wir 629 Einträge aus 129 Staaten auf den internationalen Listen und mittlerweile auch 5 Einträge mit deutscher Beteiligung und 5 laufende Nominierungen. So haben wir hier ein paar Darstellungen unserer 5 Einträge mit der deutschen Beteiligung. Das ist einerseits der Orgelbau, dann haben wir das Bauhüttenwesen auf dem Register guter Praxisbeispiele. Deutschland ist beteiligt an der Falknerei und natürlich der Blaudruck, auch ein sehr bekanntes Beispiel, und das Genossenschaftswesen. Die aktuell angemeldeten Nominierungen sind die Flößerei unter der Koordination von Polen. Das ist eine sogenannte multinationale Nominierung mit mehreren Staaten beteiligt. Dann der moderne Tanz, eine deutsche Bewerbung. Das Hebammenwesen, die Glasbläserei und die Wiesen, die traditionelle Wiesenbewässerung. Das sind die, über die demnächst entschieden wird. Auch das bundesweite Verzeichnis klang schon an, also das ist ein Prinzip der Konvention, dass man erst auf eine internationale Liste kommen kann, wenn man vorher im jeweiligen Staat in einer nationalen Liste aufgeführt ist. In Deutschland gibt es dann eben noch Landeslisten dazu,
auf freiwilliger Basis. Aber dieses bundesweite Verzeichnis ist im Prinzip diese Inventarisierung des immateriellen Kulturerbes innerhalb Deutschlands. Hier sehen Sie einige Beispiele wie der Streuobstanbau oder die Demoszene, eine relativ moderne Kulturform, das Uhrmacherhandwerk und die Praxis der Kunstvereine. Momentan haben wir 131 Einträge und eine zentrale Funktion hat dabei das Expertenkomitee, das von uns als deutscher UNESCO-Kommission eingesetzt wird. Das ist ein Kreis von Expertinnen und Experten, die im Bereich immaterielles Kulturerbe quasi ja, Wissen und Können mitbringen und ihre Forschungsexpertise einfließen lassen in die Begutachtung der Anträge. Also im Prinzip ist es ja in Deutschland ein föderales Verfahren, das heißt, man bewirbt sich bei seinem jeweiligen Bundesland und die Länder leiten das dann über die KMK weiter an die Deutsche UNESCO-Kommission und wir setzen dann dieses Expertenkomitee ein, die mit ihrer Fachexpertise die Anträge begutachten und dann schließlich der KMK die Vorschläge unterbreiten, was auf das bundesweite Verzeichnis kommen kann und was nicht. Letztendlich beschließt dann die KMK, was tatsächlich auf das bundesweite Verzeichnis gesetzt wird. Eine weitere Funktion des Expertenkomitees ist auch neben der Fachexpertise Mediation zwischen verschiedenen Interessengruppen. Also da geht es darum, verschiedene, ja, sag ich mal, auch Konfliktparteien an einen Tisch zu bekommen, miteinander zu reden, zu vermitteln zwischen verschiedenen Positionen, was erhaltenswert sein kann in Deutschland und was nicht. Das ist ja auch oft eine moralische Frage, die gar nicht mal so leicht zu beantworten ist, gerade wenn es um Praktiken mit Tieren zum Beispiel geht. Und da haben wir auch eine aktive Tierschutzszene in Deutschland, mit denen man natürlich reden muss, die auch berechtigte Kritik an einigen Punkten haben. Und so werden dort auch unsere Expertinnen und Experten eingebunden. Und last but not least gibt das Expertenkomitee auch Empfehlungen zu den internationalen Nominierungen, also welche Anträge und Interessensbekundungen weitergeleitet werden könnten an die repräsentative Liste. Aktuell befinden wir uns in der 5. Bewerbungsrunde. Der Bewerbungszeitraum ist immer vom April bis November. Wir haben insgesamt 94 Bewerbungen in dieser Runde bundesweit gehabt. Ungefähr 35 wurden letztendlich weitergeleitet von der KMK an die DUK. Und aktuell sind wir mitten im Begutachtungsprozess. Das heißt, die Bewerbungen werden an unsere Expertinnen und Experten weitergeleitet, die dazu dann Fachgutachten anfertigen. Und im Frühjahr 2023 wird über die Neuaufnahmen letztendlich von der KMK entschieden oder die KMK wird sie bestätigen. Weitere Aufgaben der Deutschen UNESCO-Kommission im Bereich immaterielles Kulturerbe sind natürlich Veranstaltungen, Publikationen und Pressearbeit. Draußen bei dem Infostand finden Sie auch die aktuelle Ausgabe des bundesweiten Verzeichnisses, sowie auch eine Publikation, die wir übersetzt haben von der UNESCO über immaterielle Kulturpraktiken in Zeiten von Covid-19. Das ist auch schon mal sehr spannend, sich das anzuschauen, wie das in anderen Ländern auch gehandhabt wurde. Und hier hatten wir natürlich die Urkundenübergaben und so weiter. Das kennen Sie sicherlich. Jetzt möchte ich noch mal kurz etwas zu den internationalen Entwicklungen bei der UNESCO sagen. Im Juli, also jetzt demnächst, steht die nächste Generalversammlung an. Und zwar ist es die Versammlung aller Mitgliedstaaten dieser 2003er-Konvention. Also alle 180 Staaten werden dort vertreten sein. Und da wird der zwischenstaatliche Ausschuss gewählt. Der zwischenstaatliche Ausschuss wiederum ist dieses Äquivalent unseres Expertengremiums auf nationaler Ebene, auf der internationalen Ebene. Das heißt, dort sitzen dann 6 Nationen und 6 NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, die dieses Gremium bilden und über die internationalen Anträge entscheiden. Und in diesem Jahr ist was Besonderes, und zwar wird Deutschland kandidieren für einen Sitz in diesem zwischenstaatlichen Ausschuss. Das bedeutet, Deutschland ist dann mit einer Stimme vertreten und kann mit darüber entscheiden, welche Nominierungen auf die internationalen Listen der UNESCO kommen. Und im Dezember tagt dann auch das nächste Mal dieser zwischenstaatliche Ausschuss in Marokko. Das muss ja sein.
Und ansonsten steht noch das Jubiläumsjahr 2023 an. Das haben Sie sicherlich auch alle schon abgespeichert. Da wird die Konvention 20 Jahre alt. Und ja, wir sind gespannt, was die UNESCO selbst vorhat. Das wird dann auch im Juli bekannt gegeben, was dort passieren wird. Aber es wird hoffentlich auch viele Aktionen innerhalb Deutschlands geben. Da sind wir auch gerade noch mitten in der Planung. Aktuelle Themen international sind nach wie vor das Thema immaterielles Kulturerbe und nachhaltige Entwicklung. Das ist, ja, die nachhaltige Entwicklung ist eingeschrieben als ein zentrales Ziel auch dieser 2003er Konvention. Immaterielles Kulturerbe ist ein Garant der nachhaltigen Entwicklung, so wie es dort drin steht. Es hat Potenziale, soziale Entwicklungen, ökonomische und ökologische Entwicklungen voranzutreiben, auf lokaler und regionaler Ebene vornehmlich. Und daher werden dort auch immer wieder Praxisbeispiele gesucht, wie immaterielles Kulturerbe der nachhaltigen Entwicklung zugutekommen kann oder diese fördern kann. Und untrennbar dazu ist das Thema Bildung zu betrachten, was wirklich, also ich denke, dass es noch ein unterbelichtetes Thema ist in Deutschland und aber auch international, wie immaterielles Kulturerbe in Bildungsprozesse eingebunden werden kann einerseits, also in formelle und informelle Bildung, Schulbildung, wie kann man immaterielles Kulturerbe nutzen innerhalb der Schulbildung, um vielleicht auch andere Inhalte zu vermitteln, wie Rechenarten, Chemie mit Batik und so weiter. Also es gibt da wirklich auch Ideen, wie man das machen könnte. Wird in der Schule zwar gemacht, aber eben nicht unter diesem Begriff immaterielles Kulturerbe, sondern man hat es dann halt vielleicht im Heimatkundeunterricht oder Sozialkunde, also je nachdem, wie das Schulfach benannt wird. Informelle Bildungsprozesse sind auch ein Feld des immateriellen Kulturerbes, denn allein die Weitergabe an sich an die folgende Generation ist ja schon ein Bildungsprozess, wie ich bestimmtes Wissen und Können von meinen Eltern und Großeltern lerne, ist an sich ein Bildungsprozess, findet aber eben oft unbewusst statt, was auch gar nicht schlimm ist, aber ich finde, man kann es trotzdem als Medium nutzen, um eben Bildung für nachhaltige Entwicklung, was ein weiteres Konzept ist, voranzutreiben, also die Potenziale des immateriellen Kulturerbes für nachhaltige Entwicklung bewusster zu machen bei den folgenden Generationen. Jetzt nochmal abschließend, jetzt haben wir diese ganzen Prozesse nochmal kurz, habe ich jetzt nochmal kurz angesprochen. Und um jetzt nochmal zu den Inhalten zu kommen, zu den inhaltlichen Herausforderungen aus unserer Sicht innerhalb Deutschlands. Das bundesweite Verzeichnis wurde schon angesprochen, wir haben da aktuell 131 Einträge und wenn man sich das mal genauer anschaut, ist nicht nur die Industriekultur unterrepräsentiert, sondern es gibt auch andere unterrepräsentierte Gruppen, zum Beispiel migrantisches Kulturerbe oder urbanes Kulturerbe. Das heißt, dieses bundesweite Verzeichnis bildet natürlich nicht die kulturelle Vielfalt Deutschlands ab, wie wir sie in der Realität vorhanden haben. Das hat unterschiedliche Gründe. Einerseits ist es eine Sache der Ansprache, also da sind wir auch total selbstkritisch natürlich. Wie kann man solche Gruppen besser erreichen? Urbanes Kulturerbe ist an sich etwas schnelllebiger als zum Beispiel ländliches kulturelles Erbe, das ein bisschen stabiler ist und vor allem auch konkrete Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in Form von Vereinen hat. Das hat man bei vielen moderneren Kulturformen eher nicht, also dass die Trägergruppen eindeutig identifizierbar sind. Das ist zum Beispiel auch eine große Herausforderung, wie man das auch bei migrantischen Gruppen zum Beispiel machen kann, die nicht unbedingt, Herr Groschwitz, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, die nicht unbedingt in diesen typisch deutschen Vereinen organisiert sind. Das braucht man aber wiederum, um sich bewerben zu können und als Ansprechpartner angegeben zu werden. Also das sind schon Herausforderungen, die auch teilweise ja, in der Natur dieses bürokratischen Vorgehens bei der Bewerbung einfach ja, anfallen und die man auch schwierig ändern kann. Aber dennoch, wenn es da Ideen gibt, wir können auch gerne in der Pause nochmal drüber sprechen, wer da gute Vorschläge hat. Wir sind da sehr, sehr offen für Ideen. Eine weitere Herausforderung ist es, Netzwerke fördern und unterstützen. Das klingt erstmal banal, aber der Sinn auch dieser Konvention ist es ja nicht nur, sein eigenes kulturelles Erbe zu pflegen, sondern, ich habe ja eingangs dieses Zitat nochmal gebracht, den Gründungsgedanken der UNESCO,
ist Friedensbildung. Und Friedensbildung heißt, ich verstehe mich nicht nur als eine Praktikerin meiner eigenen Kulturform, sondern ich verstehe mich als Teil eines einerseits nationalen Netzwerks, aber auch eines globalen Netzwerks. Und zwar von Erbeträgerinnen und Erbeträgern, die immaterielles Kulturerbe praktizieren. Und dieses Bewusstsein zu schaffen, ich merke das immer wieder, dass das noch nicht wirklich angekommen ist. Also man kann das auch in Frage stellen, ist das denn wirklich nötig für die Praxis der Kulturform vor Ort? Wahrscheinlich nicht. Aber eins der Ziele der UNESCO ist es ja eben, den Horizont ein bisschen zu erweitern und zu sagen, ja, wir sind halt nicht die Einzigen, die Blaudruck machen, sondern den Blaudruck gibt es im Norden Deutschlands, genauso wie in der Lausitz oder auch in anderen Ländern der Welt, kommt ursprünglich aus Indien. Also einfach dieses Bewusstsein darüber ein bisschen zu schärfen und das einfach interessant zu machen, sich mit anderen Gruppen auszutauschen. Das finde ich ist ja auch noch eine große Herausforderung, vor der wir stehen. Und ja, auf dem Weg befinden wir uns. Und last but not least, mit dieser Folie möchte ich dann auch schon schließen. Ein sehr spannendes Feld, auch innerhalb meiner Abteilung Erbe, Natur, Gesellschaft, ist es, Synergien der UNESCO-Übereinkommen und Programme zu fördern. Also nicht nur im Rahmen des immateriellen Kulturerbes selbst zu denken, sondern sich die anderen Konventionen und Programme mal anzuschauen. Zum Beispiel, wie hat es denn... Wir haben es gehört, Verbindung materielles und immaterielles Kulturerbe ist eindeutig vorhanden. Industriekultur, klar, basiert erstmal, denkt man, auf Gebäuden und bestimmten Kulturlandschaften wie Bergbaufolgeregion mittlerweile. Aber welches Verhältnis hat denn das immaterielle Kulturerbe in solchen materiellen Welterbestätten? Was war zuerst da? Laura Jane Smith, eine berühmte Theoretikerin, sagt, all heritage is intangible, also jedes Erbe ist immateriell, weil auch um ein Industriegebäude zu bauen, braucht man Fertigkeiten, Wissen und Können, was über Generationen vererbt wurde. Also wie ist das Verhältnis immaterielles und materielles Erbe? Aber auch super spannendes Thema, immaterielles Erbe in Biosphärenreservaten. Dadurch, dass in meiner Abteilung alle UNESCO-Programme, die in Deutschland umgesetzt werden, angesiedelt sind, kriege ich das jetzt mit meinen Kolleginnen und Kollegen wirklich vor Ort mit, wie können wir das miteinander verbinden. Und die Biosphärenreservate sind da wirklich Vorreiter im Bereich der nachhaltigen Entwicklung und der Regionalentwicklung. Das heißt, innerhalb der Entwicklungszone eines Biosphärenreservats wird zusammengearbeitet mit regionalen Handwerkern, mit regionalen Kultur- und Kunstvereinen, die sich dann wiederum mit ihrer natürlichen Umgebung auseinandersetzen und da auch unter Regionalsiegeln vermarktet werden können und so weiter. Also da gibt es wirklich schon bereits tolle Ansätze. Geoparks sind auch super dabei. Und bei unseren UNESCO-Projektschulen spielt das immaterielle Kulturerbe auch eine Rolle, aber hat auf jeden Fall auch noch Luft nach oben, wie ich schon gesagt habe, in Bildungsprozessen das mit einzubetten. Und dann gibt es natürlich auch die UNESCO-Lehrstühle, die sich aus forschender Sicht mit verschiedenen Erbeformen befassen und wo wir dann auch hoffen, künftig noch bessere Synergien zu schaffen zwischen diesem Programm, aber auch zwischen diesen Akteuren vor Ort, die einfach voneinander wissen müssen, dass es die anderen gibt, nebenan in Deutschland. Gut, soweit erstmal von mir. Ich hoffe, ich habe jetzt im Schnelldurchlauf nochmal einen Überblick geben können, was es mit dem Übereinkommen auf sich hat. Und ich freue mich auf jeden Fall jetzt auch nochmal auf die Diskussion und auf die Pausengespräche. Dankeschön. Herzlichen Dank, Frau Meißner, dass Sie uns die Konvention und die Ideen der UNESCO nochmal so anschaulich dargestellt haben. Ich würde jetzt nochmal ein bisschen Zeit geben für Diskussion, wenn Herr Wurzbacher gerne nochmal nach vorne schaut, kommt, nicht nur schaut natürlich. Es ist ja uns ein Anliegen, dass wir hier auch zum Austauschen, zur Diskussion kommen. Also ein paar Fragen, die Sie haben an die beiden, würden wir gerne zulassen. Kurze Frage, Fabian ist mein Name. Gibt es ein Mikrofon? Oh ja, ich kann das sagen. Ich habe mal eine kurze Frage. Sie haben eben von einer Kandidatur
gesprochen. Mhm. Wer kandidiert da? Wer kandidiert da genau? Also ist es jetzt Ihre Bundesguckkommission etwa oder ist eine Regierungsstelle, die da kandidiert? Das läuft über das Auswärtige Amt und es gibt in der UNESCO eine sogenannte ständige Vertretung. Das heißt, wir haben dort einen Botschafter, der vom Auswärtigen Amt eingesetzt wird und bei der UNESCO die ständige Vertretung Deutschlands quasi repräsentiert. Und der sitzt dann quasi auch in den Abstimmungen und stimmt mit ab, aber natürlich nach Rücksprache mit uns. Also wir sind quasi das fachliche Gremium, was dahinter steckt, und das Auswärtige Amt berät in den Entscheidungen. Dankeschön. Ich hätte eine Frage an Herrn Wurzbacher, und zwar, wie ordnet sich das Phänomen der Vergemeinschaftung, das Sie beschrieben haben, in die allgemeine Entwicklung der Geschichts- und Heimatvereine in einer historischen Perspektive ein? Sie haben da dieses Moment des Umbruchs beschrieben, was ja auch im 19. Jahrhundert ganz charakteristisch ist, wo gerade die Industrialisierung dann diesen Punkt bildet, der zu Vereinsgründungen führt. Ist das eine Kontinuität? Ist das so ein Muster, das sich historisch wiederholt? Oder sind das eher unterschiedliche Phänomene? Ich möchte die Fragenden bitten, sich kurz vorzustellen, damit wir uns hier auch ein bisschen besser vernetzen können. Selbstverständlich, Entschuldigung. Maria Harnack von der Landesstelle Immaterielles Kulturerbe an der Universität Paderborn. Ja, danke für diese sehr interessante Frage, die ich gar nicht so leicht beantworten kann, weil ich dazu wahrscheinlich, also wäre wahrscheinlich nur meine eigene Forschungsarbeit über so einen Vergleich, halte ich aber für naheliegend und auch eine Dynamik, die an sich sicherlich ganz interessant ist. Es ist immer diese Angst, etwas zu verlieren, natürlich in Zeiten schnellen Wandels, großen Wandels kommt, und dass auch eben diese Gründung dieser verschiedenen Formen der Vergemeinschaftung zur Folge hat. Leute, die eben das gleiche Ziel haben oder das gleiche Ziel zusammen entwickeln, da dann zusammenkommen. Aber interessantes Feld, was man sicherlich kulturhistorisch auch nochmal vergleichend beackern kann. Dankeschön. Susanne Richter, Museum für Druckkunst in Leipzig. Ich bin auch hier für das immaterielle Kulturerbe künstlerische Drucktechniken, und vielleicht als Ergänzung zu dem, was jetzt schon gesagt wurde, in doppelter Hinsicht, warum also jetzt zum Beispiel auch in Sachsen oder auch anderswo noch Luft nach oben ist beim immateriellen Kulturerbe, hängt ganz bestimmt damit zusammen, dass man als Gruppe, die sich da bewirbt, sehr stark sein muss und auch langes Durchhaltevermögen. Also unser Prozess hat 4 Jahre gedauert, und ich hatte immerhin als Partner den Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler in Berlin mit im Boot. Und also vielleicht auch nochmal dazu als kleine Kritik: Ich finde es nicht in Ordnung, dass sozusagen die Kommission nicht auch die Möglichkeit sozusagen einer Stellungnahme gibt oder dass man auch nochmal Dinge erklärt. Also das war in unserem Prozess sehr deutlich, dass da Menschen saßen, ich will deren Expertise nicht in Frage stellen, aber unser Thema betreffend hatten sie keine Ahnung, und es hat einfach viele Schleifen gebraucht, um weiterzukommen. Und zu Ihnen, Herr Wurzbacher, ob Ost oder West, im Bereich der Drucktechnik, also gerade auch im Bereich Ehrenamt, also zum Beispiel die Drucker haben Osten wie Westen ein ganz, ganz hohes Selbstverständnis, und da ist es, glaube ich, egal. Ich würde es eher branchenspezifisch sehen und weniger lokal. Also wir sehen das jetzt auch gerade bei unseren Ehrenamtlern und sozusagen auch in der Auseinandersetzung mit anderen Kolleginnen und Kollegen im Osten wie im Westen. Das hat was Branchenspezifisches aus meiner Betrachtung heraus. Also vielleicht auch nochmal als kurzer Nachtrag zu dem, was Sie gesagt haben. Vielen Dank. Darf ich da kurz Stellung zu nehmen? das ist uns bewusst, dass es eine große Herausforderung ist, allein durch dieses Bewerbungsformular zu kommen, und dass es ein langwieriger Abstimmungsprozess ist.
liegt aber auch in der Natur der Sache, weil die 2003er-Konvention ist die einzige Bottom-up-Konvention, die quasi von den Gemeinschaften und Gruppen selbst kommt. Das heißt, das ist auch wiederum der Vorteil, dass nicht irgendeine Landesstelle sagt, zack, das nominieren wir jetzt, sondern es ist ein Abstimmungsprozess, der sehr langwierig sein kann, aber gleichzeitig auch identitäts- und gruppenbildend ist. Also wenn man gemeinsam, also je nachdem, ich kenne jetzt Ihren Prozess nicht auch wirklich, aber... sein kann, ja. Wie viel Arbeit da drin steckt, also muss ich ganz ehrlich sagen, und ich höre es auch von anderen, also ich bin da im Austausch und dieses Netzwerk, man hört sich um, wer ist denn schon drin, wie waren denn die Prozesse? Also jeder sagt, ich habe schon nicht mehr dran geglaubt, auch ich persönlich nicht, ich habe zum Schluss gedacht. Im Vergleich zur Welt, also mache ich auch keinen Versuch, also es ist wirklich demoralisierend. Aber im Vergleich zur Welterbe-Nominierung, die mindestens 10 bis 20 Jahre dauert, geht das noch relativ schnell. Aber es stehen ja auch andere Gruppen dahinter. Also wie gesagt, das sind ja jetzt wirklich Vereine oder hier ein Museum und der Bundesverband Bildender Künste. Also ja, lassen wir das, aber ich will es einfach auch nochmal sozusagen aus der Perspektive der Praktikerinnen und Praktiker und der, das ist auch der Grund, warum es noch nicht so weitergeht, wie es könnte, nicht, dass die Kriterien aufgeweicht gehörten. Aber also da sind sehr, sehr hohe Hürden, das muss man sich einfach bewusst sein. Ja, dessen sind wir uns auch bewusst und genau, es ist teilweise natürlich vorgegeben durch die... Wie bitte? Ja, die Werbe auch bundesweit, also wenn der Verband früher von Berlin dann nach Bonn wieder umzieht und man noch nicht mal eine Info kriegt und dann sich durch die halbe UNESCO-Kommission in Deutschland telefonieren muss, um dann zu wissen, wer ist der Ansprechpartner für materielles Kulturerbe. Sorry. Hm. Ja. Gut, vielleicht können wir uns da ganz andere Probleme weiter austauschen. Ja, bitte. Pardon, ich beeile mich. Da haben Sie absolut recht, dass es branchenspezifisch wahrscheinlich ist, fällt mir auch auf. Mein Punkt ist aber, da ich ja nicht von daher denke, was wird bewahrt, sondern warum wird das bewahrt sozusagen, also da ich einen historischen Blick darauf habe, muss man ganz einfach, oder es ist aus meiner Sicht ziemlich klar, dass die Transformationsprozesse der Deindustrialisierung einfach verschieden waren. Das war mein Punkt, weil ich denke auch, das ist sehr interessant, das zu vergleichen, zu sehen, dass, dass diese Formen der Vergemeinschaftung da nicht auf den Osten begrenzt sind, sondern dass sie einfach ein bisschen eine andere Geschichte haben, eine andere Dringlichkeit auch hatten, denke ich, weil eben dieser Umbruch viel dramatisierter, schneller ging. Genau. Das ist jetzt mein Name, Museumstag aus Eulbernhau, und ich habe eine Frage an Sie, Herr Wurzbacher. Und zwar ist mir ein Halbsatz im Hinterkopf geblieben, sollen benutzt worden sein. Da ging es um die Schombo. Die Margaretenhütter Isolatoren bei der Pferdeübertragung Laufenneckar. Es gibt ja ab und zu Vereine, die dann oder Werktätige, die in der Rückschau auf ihre eigene Werktätigkeit bestimmte Überzeugungen erlangen. Machen Sie da auch so eine Art Faktencheck? Also benutzt worden seien es jetzt, ist jetzt gerade eine bewusste Distanzierung ihrerseits von dem Vorgetragenen. Wie gehen Sie mit solchen Mythen um, die den eigenen Betrieb vielleicht in der Geschichte etwas größer machen, als er eigentlich war? Das ist ein gefährliches Feld. Frau Bernstein und Frau Fleischer sitzen da hinten. Und, weil wir hatten im Austausch genau zu diesem, sag ich mal, zu dieser wichtigen Erzählung für die Margaretenhütte auch schon öfter gesprochen und so und haben versucht, über die Archivquellen, die Margareten Hütte vor Ort hat, als Vereinsarchiv sozusagen oder Museumsarchiv, zu gucken, ob sich das checken lässt, dieser Fakt. Und der Verein hat da, glaube ich, auch viel Arbeit reingesteckt, das möglichst quellensicher zu machen und sowas. Aber es ist das Problem dann wiederum für mein Forschungsfeld ist ganz einfach die Frage, wo lässt sich das umsetzen, wo ist Zeit für solche Faktenchecks, weil ich in dem Sinne ja keine historische Arbeit schreibe, sondern eine Arbeit, in der es viel um Lebenserfahrungen geht, um gegenwärtige Perspektiven, weshalb ich da oft
einfach darauf zurückgreifen muss, auf diese Relativierung von, um zu sagen, okay, das ist eine Erzählung, die existiert, die ist wichtig und wenn man es genau wissen will, dann muss man einfach quellenkritisch natürlich nochmal nachfragen, wenn Ihnen das reicht als Antwort, die natürlich nicht so befriedigend ist. Danke. Ja. Herzlichen Dank für diese Fragerunde. Sind einige schon etwas unruhig und warten auf die Kaffeepause oder fragen sich, ob sie überhaupt stattfindet? Ja, sie findet jetzt statt. Wir werden die Kaffeepause jetzt machen und den Vortrag von Herrn Müller-Blech im Anschluss an die Kaffeepause anschließen. Und ich denke, wir haben durch die Programmverschiebung hier auch genügend Luft für diese Diskussion. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung zu der Frage, die ja an Sie ging. Ich denke, dass die Frage der Beratungsstellen in einzelnen Bundesländern ganz wichtig ist, um die Akteure auch zu beraten und zu ermutigen. Denn das Verfahren ist zwar umfangreich, aber es gibt in den einzelnen Bundesländern wie in Bayern oder Nordrhein-Westfalen, wo es Beratungsstellen gibt, sehr gute Erfahrungen als Vermittlerfunktion zwischen UNESCO-Kommission und den Akteuren. Also das vielleicht noch als kleine Anmerkung dazu. Jetzt machen wir eine Viertelstunde Kaffeepause. Wir rufen Sie dann um kurz vor 12 Uhr wieder hier in den Saal. Die Kaffeepause ist direkt hier vor Ort und ich wünsche Ihnen einen weiteren guten Austausch.